Hallöchen, Freunde! Und willkommen zurück hier bei The Evil Within. Ja, wir sind hier in der zerklüfteten Stadt, nachdem wir in der letzten Folge unseren Amalgam-Freund gekillt haben. Naja, und jetzt haben wir hier Probleme mit einem kleinen Fischi, der fürchterlich auf Essen steht. So. Los, Sebastian, schnell! Schnell, Sebastian! Rauch auf das Ding! Okay, ja. Ja. Ist in Ordnung. Was? Was? Habe ich schon mal was? Was erwähnt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte mich gerade rumdrehen. Oh Gott! Alter! Ich hab keine Lust. Scheiße. Boah. Tja, wie machen wir das jetzt am besten? Da rüben vielleicht? Los, Sebastian, schwimm schneller. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Los, raus da! Raus! Eieieiei. Eieieiei. Sagt mal, Leute, ich glaube, ich muss erstmal. Wir haben noch den Erste-Hilfe-Koffer. Nee, den spare ich mir dann noch auf. Ach du Kacke. Ist das da unten? Nee, das ist nur eine Straßenbegrenzung. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Nee, das ist doch gut so. Das würde ich an deiner Stelle auch nicht tun. Ach, hier sind wir jetzt. Okay, ich verstehe. Ich kenne diesen Ort. So. Komm, ich ramme erstmal eine Spritze in den Arm. Dann geht gleich alles viel besser. Und runter hier. Hallo. Ich bin's, der Sebastian. Ein bisschen Süppchen, ein Streichholz. Wow, ein ganzes. Wie generös. Also, ich habe selten sowas. Großzügiges gesehen. Hallo. Du bist verbrannt. Hallo? Da ist noch einer. Hau mal ab. Die steht, glaube ich, nicht auf. Hallo, Ruvik. Das ist ganz schön eklig. So, mach dich ab. Haut ab, ihr Freunde. Burn! So. Eine billige Kopie. Anscheinend. Eine billige Kopie, die trotzdem 1000 Suppe gibt. Boah, wir haben 71.000, ey. Wir brauchen ganz dringend einen Spiegel. Wir brauchen ganz, ganz dringend einen Spiegel. Wir müssen das mal ein bisschen ausgeben. Das gibt's ja hier so nicht. So, haben wir hier denn sonst noch irgendwelche interessanten Sachen? Na, Polizistchen? Der wäre, glaube ich, auch noch aufgestanden. Hier haben wir noch ein bisschen Suppe. Von der ersten Ollen, die wir da gekillt haben. Da haben wir einen Koffer. Gar nicht voll genommen. Oh, Magnum-Munition. Das ist gut. Das gefällt mir. Hatten wir hier... Habe ich hier nicht irgendwie noch Schrot gesehen? Irgendwo? Ich meine, ich habe hier Schrot gesehen, aber ich weiß nicht, wo. Da war der Schrot. Ich sag doch, ich habe den hier irgendwo gesehen.
Hallo. Oh, Werkzeugteile. Nehme ich gerne. Noch eine neue Spritze. Die nehme ich auch sehr gerne. Und wir werden wieder automatisch in das Krankenhaus gezogen. Ist das dreckig hier? Ja, das ist richtig. Das letzte Mal war das nicht so ganz heruntergekommen. Ist das sein Werk? Das könnte absolut sein, dass es sein Werk war. Ups. Kumpel, geht's dir gut? Ist gar keiner mehr drin. Pan! Detective? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Wie nennen wir denn hier? Inspektor Brown. Vermisst Arnold Brown, Polizeiinspektor aus Crimson City, behauptete vor seinem Verschwinden wichtige Beweise in einem ungelösten Fall in der Hand zu haben. Und dann war er weg. Und hier haben wir noch eine Zeitung. Leichen in Kanalisation gefunden. Verstümmelte Leiche gefunden. In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an den Serienmörder von Elk River. Okay, okay, okay. Dann schauen wir doch mal hier rein. Aber ich glaube, wir haben keinen Schlüssel mehr, ne? Nee. Weil der einzige Schlüssel, den wir noch hatten, ist uns abhanden gekommen. Hier können wir einen mitnehmen. Nee, wir können nicht mal einen mitnehmen. Was haben wir hier nochmal? Ach ja, Schockbolzen, genau. Ja, komm. Da gönnen wir uns den noch. Dann geht das Ding wieder zu. Und dann wird es mal Zeit, ein paar Sachen auszugeben. So, 71.000. Das ist nicht zu verachten. Das ist absolut nicht zu verachten. Hier 25, können wir auch theoretisch fast machen. Ich frage mich, wie viel man hierfür brauchen würde, um da mal einen ordentlichen Nahkampfschaden reinzukriegen. Aber wir gehen auf den Brandschaden bei den Harpunenbolzen. Und dann würde ich gerne noch... Warte mal, das ist die Magnum, ne? Jo, das ist die Magnum. Können wir auch die Genauigkeit ein bisschen verbessern für 1500... 3.000, hallo, 3.000, 9.000 schon, okay, nee, wow, Feuerrate, sekündlich, ist auch sekündlich, ist eigentlich im Prinzip dasselbe, außer dass wir für die hier wahrscheinlich mehr Muni finden, dann mache ich hier mal den kritischen, dann, ja komm, ein bisschen Feuerrate, ein bisschen Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität, ja, schadet auch nicht, aber da nehme ich noch ein bisschen mehr Schaden. Wir ballern so oft mit der normalen Knarre rum, dass das echt nicht schadet. Gut. So, Pan, ich speichere noch einmal ganz kurz ab. So, ich nehme einfach mal einen neuen Speicherplatz. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann... geht es zurück. Und wir sind wieder in der wunderschönen, überhaupt nicht zerklüfteten Stadt. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt gleich einer der... ja, beschissensten Abschnitte im ganzen Spiel. Für mich zumindest. So, da ist ein Typ. Ja, wir müssen irgendwie da oben hin. Jupp, da oben müssen wir hin und da oben haben wir einen Käfig voller Narren. Naja, Freunde, ne? So. Der ist hinüber. Hier haben wir einen Schockbolzen. Haben wir hier irgendwie... ich brauche Muni.
Ich brauche neue Muni. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Oh, super. So, hau ab. Gut, dann probieren wir doch jetzt mal den hier. Weil jetzt beginnt eine sehr lustige Zeit. Lass mich mal hier runter, bitte. Was? Wo willst du denn hin? Ach, du nimmst die Dynamit. Ah, nicht schlecht. Viel Spaß mit dem Ding. Na komm raus. Da. Da kommen immer mehr mit Armbrust. Okay. Nee, dich zünd ich an. Die ist leer. Vielleicht sollte ich dann auch mal hier auf die Armbrust gehen. Oh, nee. Komm, dir schieße ich. Hallo. Willst du nicht mal irgendwie das Dynamit? Ja, geht doch. Komm, gib mir das. Kommt der nächste? Na, kommt schon, hm? Vielleicht sollte ich die Blendbolzen doch mal benutzen. So wie man sie benutzen sollte. Au. Au. Toll! Ganz große Klasse. Muss mir jetzt mal verziehen. So. Ich hasse diese Stelle hier. Boah, fast tot. Ja, ja, erstmal Nebenwirkungen haben. Da musst du echt schnell genug sein. Kriegt jetzt von mir da erstmal eine Granate reingeschmissen. Ich hab doch gesagt, er kriegt von mir eine Granate da reingeschmissen. So, ich hoffe, das ging jetzt. Nee, ging nicht. Komm, der kriegt trotzdem noch eine. Aber wenn das jetzt nicht geholfen hat. Also wenn das jetzt nicht geholfen haben sollte, ne? Mal ruf! Der lebt ja immer noch, ey. Ne, ich geh jetzt hier hoch. Ich weiß nicht, ist der... Ne. Da komm raus. Mach auf. Mach auf. Endlich. Boah. Ich hasse es so. So abgrundtief hasse ich diese Stelle. Und die nächste wird nicht besser. Das sage ich euch. Ich glaube, die Sniper hätte tatsächlich vielleicht ganz gut funktioniert. Wenn ich mal dazu gekommen wäre, zu schießen. Weil der ist einfach echt mega nervig, der Typ. Aber vielleicht ist das ganz gut, weil wir die Sniper gleich noch gebrauchen können. So, erstmal in den Käfig da hoch. So, sonst haben wir hier nichts liegen. So, da haben wir einen schönen Speicherpunkt. Das gefällt mir.
Da kommen wir noch nicht direkt hoch. Ich könnte hier mal nachladen, ne? Eigentlich so ein bisschen. Meine Granate. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn man die mal ein bisschen mehr einsetzt, dann funktionieren die auch eigentlich relativ gut. Moni, das gefällt mir sehr, sehr gut. Da drüben müssen wir nicht hin. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ich weiß nicht, warum diese Tür hier geschlossen ist, aber ja, jetzt ist sie offen. Immer noch ein bisschen was. Noch ein bisschen Süppchen. Nee, da eher nicht so. Generator. Na komm, mach das doofe Ding an. Und los! Und los! Und los! Hallo! Wusste nicht, dass ihr hier seid. Au. Scheiße. So. Haben wir noch einen dicken? Weg mit dem. Und da oben haben wir noch unseren Kumpel, den ich nicht leiden kann und der deswegen hier mal eine Granate hingeworfen bekommt. Und ich glaube, das war er. Boah, und ich muss mal wieder eine Spritze reinpfeifen, ey. Das geht so nicht. Ich verbrauche hier viel zu viel Ausrüstung. Viel zu viel. Der ist down. Haben wir da oben vielleicht noch... Ja... Muni, immer gut. So, gehen wir nochmal hier. Und hier da oben. So, der hat uns noch ein bisschen was hingelassen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und jetzt kommt nichts Schönes. Aber bevor wir uns dem Nicht-Schönen hingeben, werde ich uns erstmal ein bisschen... damit voll machen. Hallo! Hallo! Den muss man nachladen. Ja, da kommt die nächste Welle. Na? Runter mit euch. Runter. Das Problem sind nicht die Ersten. Das Problem sind die Letzten. Au. Hier kriegt man eine Granate ab. Scheiße! So. Down. Ich wollte gerade sagen, explodiert das nicht? Hier brennt alles. Das ist ungesund.
Gott, oh Gott, oh Gott. Runter hier. Puh. Das hätte ich geschafft. Respekt. Das ist noch nie so gut gelaufen. Gut, ich habe das auch erst einmal gespielt, aber das letzte Mal bin ich da nur mit ganz knapp und ich drücke mir die ganze Zeit Spritzen, um da irgendwie über die Runden zu kommen und die Taktik mit ins Bein schießen, dass die dann die ganze Zeit runterfallen, die hat super funktioniert. Naja, Taktik in Anführungszeichen. Eher das Glück, dass ich das rausgefunden habe, das wusste ich nämlich nicht. Ich habe eigentlich nur auf den ersten geballert, um vielleicht seinen Molly zu aktivieren. Und dann hat das glücklicherweise auch bei vielen anderen geklappt, die noch in der Bewegung waren. So, hier mal noch ein bisschen Magnum. Die sollte ich auch mal benutzen, ne? Anstatt die ganze Zeit immer nur Muni dafür einzusammeln und dann so gefühlt zu ignorieren. Ist das ein Kartenteil? Das ist ein Kartenteil. Boah, und ich muss erstmal, auch wenn wir dann keine mehr haben. Aber das ist wichtig. Na gut, na gut, na gut. Tatsächlich würde ich jetzt mal einfach auf die Magnum wechseln, damit wir die mal ein bisschen benutzen können. So, wir stiefeln jetzt hier auf die andere Seite, bekommen ein schönes Speicherli und ich glaube, dieses Speicherli, ja, dieses Speicherli ist ein guter Moment, um ein Folgenpäuschen zu machen. Wobei Brain Energy. Oh, das gefällt mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war sehr knapp. Das gefällt mir sehr gut. Und die ist jetzt alle? Ja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache mal wieder das Lämpchen an. Und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Mein, ja, einen meiner Hassparts haben wir jetzt wieder überstanden. Jetzt sollte es eigentlich nicht mehr so problematisch sein. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.